Deutschland gegen Italien, ein Klassiker. Das EM-Viertelfinale ist der erste echte Stresstest für den Weltmeister. Francesco Archetti arbeitet für Italiens Sportzeitung Nummer 1. Er begleitet die deutsche Mannschaft seit vielen Jahren. Archetti hat persönlich miterlebt, wie sich Deutschland in schöner Regelmäßigkeit bei den großen Turnieren an seinen Italienern die Zähne ausbiss. Diesmal allerdings hat er kein gutes Gefühl. Wir haben immer gewonnen, deswegen zittern wir ein bisschen, weil diese Geschichte kann nicht ewig sein. Ne? Bis jetzt war gut, war so. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Aber in Italien ist die jetzige deutsche Mannschaft sehr eingeschätzt. Ne? Nun sind die Italiener im Fußball nicht unbedingt für mangelndes Selbstbewusstsein bekannt. Aber dass die Squadra Azzurra überhaupt ins Viertelfinale kommt, hat selbst im eigenen Land kaum einer gedacht. Die Erwartungen waren nicht so hoch am Anfang der Turnier. Ne? Diese Mannschaft hat keine Star, aber hat eine große Einheit. Und der Trainer ist der Star dieser Mannschaft. Ne? Antonio Conte ist für Archetti ein Grund für das starke Auftreten Italiens bei der EM. Joachim Löw, Contes gegenüber, wird von ihm aber fast noch mehr geschätzt. Er ist Weltmeister, hat eine taktische Idee, immer frischer. Und das entwickelt sich. Ne? So ist nicht der Jogi von vor zehn Jahren geblieben. Ne? Er hat immer in den Turnieren sich entwickelt und gute Ergebnisse gekriegt. Ne? Der Respekt vor Deutschland ist in Italien seit dem WM-Titel 2014 nochmal gestiegen. Jeder dort kenne die Löw-Elf genau. Manuel Neuer ist bekannt bei uns. Abwehrspezialität von der Deutschen ist jetzt neu in der italienischen Idee, Gedenken. Aber vorne mit diesem Spieler, die sich bewegen, die machen Tor wie Thomas Müller, wie die Bayern-Spieler, die haben auch gegen Juve gewonnen. So, die fürchten wir alle. Die Bilanz spricht eindeutig gegen Deutschland. Nie gab es einen Pflichtspielsieg. Einen Favoriten gäbe es aber nicht. Diese deutsche Mannschaft hat die Qualität, diese Serie zu einem Ende zu geben. Aber auch die italienische Mannschaft hat viele Qualität gezeigt während diesem Turnier. Und es wird ein enges Spiel. Ohne einen Tipp kommt Francesco Archetti nicht davon. Wer gewinnt? Ja, natürlich Italien. Ne? Man kann kein Verräter der Nation sein. Aber es ist ausgeglichen und ich denke, dass die Details werden wichtiger sein. Ne?